Nein, Stubb, das kannst du mir nicht einreden. Vor ein paar Tagen hast du genau das Gegenteil gesagt. Hast du nicht gesagt, ein Schiff, das Ahab führe, müsse draufzahlen auf die Versicherung? Als hättest du 8 Tonnen Pulverfässer und vorne Schwefelhölzer geladen. Hast du das gesagt oder nicht? Und wenn ich es schon gesagt hätte, Flask. Das halbe Fleisch und Bein ist mir seitdem neu gewachsen. Warum sollte ich da nicht auch meine Meinung geändert haben? Und wenn wir schon 8 Tonnen Pulverfässer und vorne Schwefelhölzer an Bord hätten, wie zum Teufel sollten sie Feuer fangen bei den Brechern? Das kannst du nicht mal mit deinen roten Haaren. Aus deinen Jackentaschen kann man eine ganze Pütz füllen. Das sind die Extra-Garantien, die Seeversicherung für ihre Extra-Risiken hat. Ich weiß nicht recht, Stubb, so einfach ist es nicht. Stimmt. Wenn man nass ist bis auf das Hemd, dann fällt einem alles schwer. Das wärmste Klima hat die unbarmherzigsten Krallen. In den Blütenwäldern der Tropen lauern die Tiger. Im strahlendsten Himmel verbergen sich die verheerendsten Gewitter. Bei all seiner Üppigkeit kennt Kuba Wirbelstürme, wie sie im zahmen Norden niemals toben. Und so begegneten wir in jenen leuchtenden japanischen Meeren dem fürchterlichsten aller Stürme, einem Taifun.